hallo und herzlich willkommen zu Teil 5 von Half-Life ZX. Und wir sind hier gerade in so eine Höhle teleportiert worden durch den grünen Teleportball. Und jetzt gucken wir hier mal raus und gucken uns das mal an. Und ich muss sagen, das sieht ja fantastisch aus, ne? Oh, das tut mir jetzt aber leid. Jetzt sind sie runtergefallen. Okay, so, dann gucken wir mal hier ums. Oh, da haben wir ja einen 21. So, einen haben wir schon mal gefunden. Ich bin ja mal gespannt, wie viele hier sind. Hier ist natürlich auch gemein, ne? Die können in jeder Ecke liegen. Die Polymere. Okay. Können wir da hin? Können wir da? Ja, oh, wir können hier überall. Oh, das wird natürlich. Na, hier kann natürlich wirklich in jeder Ecke was liegen. Das ist natürlich. Last one. Was ist auch noch so ein Schnuckelchen? Oh! Gibt's doch nicht. Okay. Ah! Numero Duo. Genau, nicht Uno. Aber das sieht ja wirklich mal cool aus hier mit den Schädeln und so. Kann man da irgendwo hin? Nein, da kann man nicht hin. Hier sind wir begrenzt. Aha, ich schätze mal, das ist hier die Begrenzung. Aber es sieht sehr cool aus. Also, zwei haben wir. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier. Also, ich muss dazu sagen, diese Sequenz hier an sich, die kenne ich so auch nicht. Die habe ich jetzt das erste Mal zu Gesicht bekommen. Das ist jetzt bestimmt so ein Ding, was die zwei Welten miteinander verbindet. So, jetzt gucke ich hier nochmal lang. Zwei Stück haben wir gefunden. Ich glaube, da ist natürlich noch viel mehr, was wir da. Und das ist ja hier ein Eldorado, um Sachen zu verstecken. Da oben irgendwas? Nein. Da unter irgendwas? Nein. Naja, und hier gehe ich auch noch. Nee, da können wir auch nicht hin. Naja, okay, so viel größer ist es jetzt hier auch nicht. Da vielleicht dazwischen? Nein. Hier? Das ist der Weg, woher wir gekommen sind. Hier drin liegt auch nichts. Da sind wir hochgekommen. Hier erstmal keinen weiteren. Ja, ich glaube, das wird noch eine harte Nummer, hier alle Polymere zu finden. Das wird garantiert noch eine harte Nummer. Was ist denn das für ein Ding? Kommen wir da irgendwie rein? Kann man damit irgendwas machen? Ah, sieht nicht so aus. Kommen wir da irgendwie hoch? Da können wir hoch. Kommen wir hier irgendwo hoch? Nein. Tja, und ich sehe hier auch nichts weiter. Aber ich gehe mal schwer davon aus. Also zwei werden das hier bestimmt nicht bleiben. Okay, aber ich will jetzt hier auch nicht eine reine Suche danach starten. Okay, dann gucken wir mal weiter. Ich gehe mal davon aus, die Leiter, die lädt ja hier zum Erklimmen ein. Aha. Ha! Das habe ich mir auch gedacht. Okay, da haben wir noch eine Art Rätsel. Hier
vielleicht irgendwo auf dem Rand. Das heißt, jetzt haben wir drei hier gefunden, ne? Das ist auch zu weit weg, als dass da was liegen könnte. Naja, okay, lassen wir es dabei. Ich gehe mal schwer davon aus, dass wir alle Gelben jetzt in Grüne verwandeln müssen. Ich denke mal, das war erfolgreich. Drei. Alles klar. Na, da werden doch Erinnerungen wach. Das kenne ich doch noch. Ja, das wird lustig hier. Das ist ein schönes Ding. Dann wollen wir mal gucken, dass wir hier mal kurz... Ah, was haben wir denn da? Where are we? I'm pretty sure we are not where... We are supposed to be. Maybe we should have changed the destination before we jumped. Ah, ja. Okay. Na, sieht das nicht schön aus hier? Ich finde, das ist ein super gelungenes Ding. Das sieht richtig cool aus. Ich möchte gar nicht wissen, wie lange das gedauert hat, die ganzen Dinger hierhin zu verzapfen. So, jetzt wollen wir doch mal sehen. War hier irgendwo... Ha, war hier irgendwo nicht was versteckt? Hatte ich das nicht so im Hinterkopf? Na, es geht schon wieder los. Die Suche nach dem... Ne, da kam man nicht hin. Dann war das an einer anderen Stelle. So, mal gucken, dass wir hier runterkommen, ohne hops zu gehen. So. Ah, das sieht super, super klasse aus hier. Kann ich euch nur sagen. Sehr stimmungsvoll. Die Mucke dazu. Super klasse. So. Da sind wir. Dann gucken wir mal ganz kurz hier lang. Kommen wir hier hoch? Ja. Sehen wir hier irgendwo. Irgendwo ein, zwei Goodies oder so. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier auch gut in den... Dass hier so halb drunter steckt oder so. Was haben wir da? Aha. Da haben wir doch auf jeden Fall schon mal das, was wir gebrauchen können. So. We needed to teleport out of there. On this combine I found the coordinates to jump directly to one of their power stations. But first we need to power up this teleporter to get there. Ah, okay. Ja, das Ding sieht nämlich auch genauso aus. Genauso aus. Wie das Teil, was wir gerade erst gestartet hatten, ne? Nur, dass das Ding in der Wand verbaut war. Ja, dann wollen wir doch mal sehen. Da sind wir hergekommen.
Da ist ein Kristall. Okay. So. Na, die Kiste ist ja, glaube ich, verschlossen, ne? Ja, die ist verschlossen. Gucken wir hier nochmal hin. Was haben wir hier? No device waiting. Mhm. Also ihr ahnt es wahrscheinlich schon. Wir müssen hier diese Schiene entlang ein Teil bewegen, welches dafür sorgt, dass wir diese einzelnen Stationen aktivieren können. Ja, denn wir können die erst aktivieren, wenn hier unser Wegelchen lang läuft. Und was haben wir hier? Da ist auch keiner. So, jetzt machen wir jetzt hier erstmal Action. Ja, so, wo ist denn das Ding jetzt überhaupt? Da hat er ja gesagt... Ah, das sieht doch ganz so aus, als ob wir hier richtig sind. Okay. Dann speichern wir nochmal. Energy... zu weit weggehe, dann hört das Viech auf. Und wenn ich wieder dicht rangehe, dann ist er wieder da. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal. We left. Achso, so. Schon mal durchladen hier. Wenn irgendwie. Ja, man mag es kaum glauben, könnte es ja sein, dass es Ärger gibt. Aber bis jetzt sieht es eigentlich ganz ruhig aus. One more.
Okay, dann wollen wir mal nochmal durchladen hier, aber ich glaube, da habe ich auch gar nichts mehr. Habe ich auch gar nicht mehr so viel. Haben wir noch so einen Zipfel? Ne, das waren nur zwei, ne? Ich glaube, ich muss wieder bis zurückfahren, damit dann das andere Ding wieder Saft hat. So. Ah, ich darf mich nicht zu sehr bewegen. So. Oh. Sieh mal da, was haben wir denn hier? Ja, ich muss sagen, an dieser Stelle muss ich sagen, Grüße gehen raus an Brainstorm. Ja, so ist das auf jeden Fall eine ganze Ecke schicker gewesen hier mit dem Effekt. Achso, ja, den kannten wir schon. So, wo ist denn jetzt das Ding? Ach da, na, dann gehen wir da mal hin und geleiten den mal zurück nach Hause. So. Hat der noch irgendwas? Nein. Ja, Jungs, sagen wir mal, ne? Dann wollen wir den mal scharf schalten. Gelandet. Ah, okay. Okay, das sieht jetzt schon anders aus. Spawn. Okay. Ah, den nehmen wir doch gleich mal. Okay. Natürlich auch brutal. Hier kann ja überall so ein Ding drin stecken. So, da. Boah. Wie kommen wir denn jetzt hier weg? Tja, wie kommen wir denn jetzt hier weg? Aha, da ist noch einer. Alles klar. Ja, sowas in der Art habe ich mir schon gedacht. Wobei ich auch wieder hier sagen muss, habe ich so noch nicht gesehen. Ne? Also, der ist jetzt auch für mich neu. Sind wir mal pfiffig? Ah, schade. Da gehört noch einer dran. Wo könnte der denn sein? Aha, da hinten ist er. So. Rat
Fatze, Fatze. Ich denke mal, dann sind wir hier schon dahin, wo wir wollen. Und klettern mal nach oben. Aha. Okay. 1, 2, 3, 4. Das müssten 4 bis jetzt hier gewesen sein, ne? Dann waren wir ja gar nicht mal so schlecht. Okay, dann. So. Noch mal einen runter, noch mal einen zur Seite. Jetzt gucken wir mal, wo wir rauskommen. Ich habe so eine Befürchtung. Ja. Das ist jetzt der letzte offizielle Abschnitt. I'm looking for more information, but where we are now, it must be deep in the Combine territory. So, okay. One more. Ich weiß noch nicht, ob wir das heute durchkriegen. Das ist auf jeden Fall eine etwas größere, ein etwas größeres Level hier noch. Das kann sein, dass wir da zwischendurch aufhören müssen. So, da kommen wir ja mal wieder nicht durch. Dann gehen wir jetzt mal weiter. One left. One left. Hey. Oh. Ja, was machst du denn da? Das sieht aber nicht gesund aus, ne? Das sieht irgendwie ungesund aus. So, wie war das hier? Das kenne ich auch. Das kenne ich auch hier. Das kenne ich auch. Also man muss ja mal eins sagen, so viel Liebe zum Detail, ne, hier. Ich finde das klasse.
Eieieiei. Na, da möchte man nicht oben festhängen, ne? Oh, der hat sogar noch die Lampen an. So. Ah, was haben wir hier? Oh. Scheint irgendwie kein allzu netter Ort zu sein. Ne? Tja. Dann gehen wir mal weiter. Denn das jetzt? Irgendwas mussten wir doch hier machen. Oder mussten wir hier nichts machen? Oder mussten wir hier nichts machen? Wir gehen erstmal weiter. Wenn es dann weitergeht, gehen wir erstmal weiter. Es ist auch ein wunderbares Gefühl von Höhe und von extremer Größe hier. Also das ist wirklich total klasse. Okay. Oh oh. Ja, Leute. Jetzt weiß ich wieder, woher der Hase läuft, warum das hier schwierig war. So. Na, ich bin mal gespannt. Ich würde sagen, speichern. Das könnte jetzt tatsächlich was werden, was also vielleicht doch das ein oder andere Ableben hier bedeutet. Oh ja, das war... Also ihr könnt euch vorstellen, was passiert, wenn man in diese Laserstrahlen reinkommt. Ne? Dann ist auf jeden Fall Finish. Weil wir sehen ja auch, hier ist nicht nur eine Bombe, hier sind überall Bomben, die hier liegen. Und das ist... Oh, wie geht man's an? Wie geht man's an? Denn die Bomben sind jetzt neu verteilt. Die waren mal anders verteilt. Ich versuche jetzt einfach mal... mir da einen Weg na toll, das war jetzt natürlich auch nicht unbedingt so der Hit, aber ich denke, da kommen wir dran vorbei. Ja, wäre natürlich cool, wenn die jetzt noch da reinfallen würden, wobei ich weiß noch nicht genau, ob da unendlich viele reinpassen? Nee, passen nämlich auch nicht. Irgendwann ist nämlich Schluss mit lustig. Deswegen mache ich jetzt hier mal das Ganze so. Die bringe ich jetzt mal da so rein. Und die mache ich jetzt auch mal so weg. So, dass das schon mal weg ist. Speichern. Dass man hier zumindest flüchten kann, ohne dass man das Problem hat. Ja, direkt. Das ist natürlich, die liegen natürlich jetzt richtig schön bescheuert. Tja. Und man kann sie halt auch nicht hochheben, ne? Das ist das Gemeine. So, okay, die liegt schon mal toll. Das ist auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall nicht ganz einfach hier. Da muss man schon ein bisschen lunzen.
gucken, was man da macht. So, wo sind wir jetzt? Naja, immer noch relativ gut an dieser Stelle. Da hinten wird es auch einfacher, bin ich der Meinung. Aber diese Ecke hier war echt... Ha, das nehmen wir doch hin, ne? Das lassen wir uns doch gefallen, wenn der da weg wollt. So, dann nehmen wir den einfach so ein bisschen in diese Richtung. So. Und gehen hier hin. Da kommen wir mit klar. Damit der uns nicht noch in Wege rollt, gehen wir jetzt mal hier hin. Gehen mal dahin und machen erstmal Speichern. Ja, der war auf jeden Fall, ich glaube, der war anders, als ich den hatte, aber, tja, ich denke mal, hier werden vielleicht noch die häufigsten Bildschirmtode nachher kommen. Ich werde einfach mal versuchen, den mit beiden Händen rüber zu kicken. Jawohl. Und damit haben wir zumindest schon mal hier unseren Gang. Und mit ein bisschen Glück knallt er gleich noch dagegen und beseitigt uns die Barrikade. Genau. So, und bevor wir jetzt Blödsinn machen, speichern wir erstmal. So. Und die rollen da wunderbar weg. Genau. So, das ist doch... Genau so wollen wir das haben. Ja, da gehen wir auch noch nicht ran. Ich weiß auch gar nicht, ob die in der ersten Fassung die nicht auch zu beiden Seiten die Leser hatten. Ah, ja, jetzt kommt doch schon wieder was ich hier ahne, was gleich... ich speichere nochmal. Lieber einmal zu viel gespeichert, wie einmal zu wenig. Boah. Huh. Ja, sowas in der Art habe ich mir doch schon fast gedacht. Ich denke mal, da werden wir jetzt schnell sein müssen. Oder doch nicht? Mal gucken, guck mal da drauf, ja. Hätten das mal lieber im Auge hier. Ach, Junge, 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 Junge. Da sind aber auch viele Rote unterwegs hier. Okay, jetzt hätte ich irgendwie damit gerechnet, dass uns jetzt die Dinger hier gleich noch überrollen. Aber nein, okay, alles gut. Kann aber auch sein, dass... Okay, aber wollen wir uns mal nicht beklagen.
So. Und wieder in der großen Halle. Da hinten sehen wir schon was. Das sieht interessant aus. Ah, ja. So, it seems that they draw a lot of energy from this whole area. I wonder what they need all that energy for. So. Aha. Okay, das war nix. Den ziehen wir mal lieber da raus. So. Ja, genau, da war... Da ist noch was versteckt. Da habe ich gerade noch was gesehen. Und da packen wir erstmal das Ding rein. So. Ah, den können wir da hinlegen. Need to combine it with other patterns. Okay. Ja, genau. Da habe ich beim ersten Mal, wo ich hier war, auch ziemlich gehakt, weil ich nicht wusste, dass es mehrere Tafeln gibt. Und ja, da habe ich ganz schön ausprobiert. So. Wenn ich das richtig sehe, in der oberen Reihe muss nur der... Ach nee, andersrum. Oh nein. Okay, nochmal von vorne. In der obersten Reihe sind also der, der, der und der an. In der Reihe danach sind der, der, der und der an. In der Reihe danach ist der und der an. Und da haben wir den und den. Und da haben wir den und den und den. Okay. Naja, aber... Also hier sind wir hergekommen. Da werden wir nochmal kurz auffrischen hier. Quetschen wir mal den Wurm. Okay. So, da geht's nicht raus. Achso, wenn da die... Ja, wenn das kann ja nur da raus sein, dann ist ja logisch. Da gucken wir hin. So. Alles klar. Weiter im Text. Da freue ich mich schon drauf, was da gleich kommt. Das ist ein Hochgenuss. So. Einmal Waffen-Upgrade. Tja, was nehmen wir denn jetzt? Was haben wir denn Schönes? 39. Tja. Was nehmen wir denn da? Naja. Es gibt jetzt eigentlich zwei Dinge, die nützlich sind. Das wäre einmal der Granatwerfer. Der wäre wahrscheinlich nicht schlecht, wobei ich denke mal, wir werden hier nicht so viele Granaten zwar. Da haben wir das große Ding. Da haben wir das große Ding. Ja, ich würde tatsächlich wahrscheinlich hier das Laservisier nehmen, weil wir jetzt große Entfernungen haben werden. Und es wird auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und das auch weiterhin so ist, wie es ist und das nicht allzu sehr leichter gemacht worden ist, wird es jetzt doch relativ hektisch werden. Und da ist das Laservisier doch ganz gut. Weil wir müssen jetzt schnell präzise ausschalten. So. Wie viel Munition habe ich? 70. Ja, okay. So. Puh.
Ach ja. Ach Mensch. Geh doch da rein. So. So. Und zack. Und zack. Oh, das ist ja cool. Das hatte ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm. Okay. Und damit ist die Tür grün. Meist liegen allerdings zwei Polymere in dem Raum, wo... Da oben, das leuchtet zwar ein bisschen, aber das ist alles zu weit weg. Okay, dann wird hier wahrscheinlich doch keins sein. Okay. Da speichern wir doch jetzt mal. Thank you.
warum trennt sich denn die Finger da nicht? Ja, ich habe gesagt, jetzt wird es nochmal stressig, jetzt wird es nochmal hektisch. Konzentration. Bis hierhin sind wir schon mal gekommen. Hier gibt es noch mal ordentlich was fürs Handgelenk und ordentlich was für den Rucksack. Und da gibt es auch noch einen Presswurm. Das ist doch schon mal schön. Unbelievable. While I was studying the detail where exactly we are, I found out that we are close to the sun of the combined home planet. The coordinates even point directly to the center of the sun. Can we really be there? Gute Frage. Gute Frage. Oh, es tut mir ja leid, ne? Aber war los. Ne, das war schon? Ja, okay. Da können wir jetzt noch gar nicht ran. Warum können wir da noch nicht ran? Ich ahne etwas. Geht erstmal weiter hier. So, da haben wir wieder unseren netten Bereich gerade. Last three. I still can't believe that we are in the close proximity to the combined sun. They have exactly compressed and enclosed the sun and have harvesting all of the energy.
They use it as source of energy for their home planet. Das wäre natürlich mal was, ne? Da könnten wir ja, naja, ich... Naja, sag ich jetzt lieber nichts dazu. Aber so die geballte Kraft der Sonne nutzen, das wäre natürlich schon mal schön. Wenn wir das auch könnten. Dann könnte man auch wieder den Strom bezahlen. Irgendwas hatten wir doch hier. Ach, ja, alles klar. Wer gucken kann, ist klar im Vorteil. Wie war das jetzt? Wie war das jetzt? Hier muss doch irgendwie... Hier gibt es doch bestimmt eine Hilfe. Irgendwo. Wie man den Weg da durchfindet. Liegt hier noch irgendwo so ein nettes Brettchen oder sowas? Nein, anscheinend nicht. Denn irgendwas sagt mir. Tja. Also ihr seht schon, irgendwie gibt es einen Weg, den man sich da durchprügeln kann, aber ich sehe jetzt hier irgendwie keine... Hier oben drauf? Nein. Ich sehe jetzt hier keine... Kein Clipboard oder irgendwas, was uns den Weg zeigen könnte. Hier liegt nur das Ding rum. Und wir können ja auch nirgendwo hin durch. Da wäre zwar, das wäre zwar wahrscheinlich der nächste Weg dann hier lang, aber wie war das hier nochmal? Wie war, ach, was haben wir denn hier stehen? Naja, okay. Ja, also, wie ich schon sagte, irgendwie habe ich das Gefühl, wir brauchen hier eine Karte. So. Und wenn wir uns das jetzt angucken, dann steht das Ding quasi so. So. Und dann würden wir da anfangen. Da, da. Da, da. Da. Hört sich irgendwie Kleinkindsprache. Da, da. Da, dort, dieses, jenes, welches, dann den hier, dann den hier, dann den hier, den hier, den hier, den und den, da, den und den, zack. Sind schon irgendwie dichter wieder an diesem komischen blauen Teil dran. Also ich muss ja... sagen. Ich glaube, dieses Ding habe ich auch noch nicht gesehen. Kann man da drauf? Ja, geil. Oh. Crap. They caught me in a surprise attack. That really hurts. Ja. Ja. Habe ich hier nicht irgendwie gerade noch ein... Na, das hat geleuchtet, ja. Aber da
das Ding? Tatsächlich, also das hatte ich hier, ups, noch nicht gesehen gehabt. Das sieht auch nicht so aus, als ob wir da unbedingt rein müssten. Und da oben kommen wir wohl auch nicht hin. Könnte ich mir tatsächlich jetzt so vom Levelaufbau auch nicht vorstellen, dass wir da jetzt wirklich nach oben müssten. Aber, ja, also der Raum war definitiv mal ohne das Zeug da drin. Okay. Dieses Gefühl von unheimlicher Größe hier, das ist schon beachtlich. Ah ja, jetzt habe ich so langsam wieder einen Durchblick. So. So, wie war das? Den musste man den kaputt schlagen. So, den konnte man dann. Oh, Mann, komm her! Hä? Wo war denn das jetzt nochmal? Oh, mein Helm ist mir runtergefallen. Ach so. Hä? Okay, das sieht mir hier wie der erste aus. Da sollte man's, oder? Nee, da geht's ja auch noch lang. Neue. Genau, da das her. Alles gut. So, wo ist jetzt der nächste? Wo ist der nächste? Halt. Die Lampe müsste ja eigentlich da. Keine Munition verschwenden brauchen. Naja. Okay. Aber ich merke schon, ich bin ein bisschen dicht dran. Damit sollte ich jetzt aufhören. So, wo sind wir denn jetzt? Da.
da sind, war. Okay. Ich glaube, damit haben wir es alle. Last three. Oh jo, na die mag ich ja besonders gerne. Also, dann machen wir das erstmal so. Also, der und der, der und der, der und der. Und dann bleibt ja noch der und der und der. Pretty good. I really need to slow down. Ja. So, alles klar. Ah. Und so eine Spritze ist auch immer wieder... Spitze. So. Oh no! Okay. I need to rest. I'm not sure I'm going out. I'm going to make it. If not, you have to finish this. Das ist ja harter Tobak hier. Kaputt. Er ist kaputt. Hätte er mal gleich auf uns gewartet, ne? Okay, we must try to destroy the sun generator. I believe when you destroy it, the sun will expand again. You better run when it happens. Okay. One thing I have already done for us. I have set the coordinates to the teleporter back to your home. When the sun expands, there should be enough energy to power up the teleporter again. Aha, alles klar. Da hat er uns gleich noch den Rückweg. Den Rückweg geebnet. Tja, dann wollen wir mal. Tja. Ah. Ach, so kurz vorm Ziel. Na, das hat er natürlich. Tja, was soll ich sagen? Das hat er nicht verdient, ne? Das hat er nicht verdient. So. Hier den Kreis. Da hätten wir ein U und da hätten wir ein U. Wollen wir den hier noch ein bisschen so machen? Ja, alles klar. Ah, Mensch, sei doch nicht so pingelig. So.
Da hätten wir das U und hier hätten wir eigentlich auch ein Quadrat. Bam. Genau. Ich hätte jetzt tatsächlich damit gerechnet, dass jetzt hier noch ein Rätsel kommt. So, also hier haben wir auf jeden Fall ein... Das muss ja dann quasi... Ach nee. Das muss ja dann quasi so sein. So sein. Genau, das geht ja gar nicht anders. Das heißt, hier müssen wir den Kreis haben. Das ist natürlich ganz schön feinfühlig hier. So, und so. Okay, Stufe 2 gezündet. Achso. Stufe 2 gezündet. So wie steht, geht schon mal nicht. So, wir haben... Haben wir da ein U? Haben wir überall ein U? Wir haben überall ein U. Wir haben überall einen Kreis. Dann hilft nur eins. Ausprobieren. Gibt jetzt keine logische, perfekte Lösung. Aber ich... Nein, das ist glaube ich nicht... Nein, denn wenn wir hier, dann hätten wir da... Nein, das geht ja nicht. Okay, dann probieren wir den nächsten. So, Quadrat, Quadrat. U. U. Dann hätten wir hier den... Oh, das gibt's doch nicht. Na, dann kann es ja nur so sein. So, dann kann es nur so sein. Oh. Okay, so, den nach da und dann hätten wir hier, na also, dann zünden wir Stufe 3 und irgendwas sagt mir, dass wir vielleicht schon mal speichern sollten.
sind wir falsch angegangen eben gerade. Das sind wir falsch angegangen. Denn wir müssen uns tatsächlich etwas sputen. Denn, wie man vielleicht ahnt,
das war ja klar, dass das jetzt hier ein paar mehr Bildschirmtode geben würde. Also man muss sich wirklich konzentrieren. Der letzte Durchlauf ist wirklich nicht einfach. Deswegen verzeiht es mir, falls ich Wortmarken wirke. Ich muss vorher nochmal durchladen. Naja, das ist nämlich eine echt zwickige Ecke da. Das ist nicht so ganz einfach, da dran vorbeizukommen. Geschafft. So. Ja, Mensch. Tja, und wie wir sehen, hätte ich mal am Anfang den Dr. Teddybär hier mitgenommen, dann hätten wir das Ganze jetzt in trockene Tücher gehabt. Denn diese Kampagne bietet noch mehr als nur das, was wir bis jetzt gesehen haben. Und dazu brauchen wir den Teddy.
Hätte ich ihn mal mitgenommen. Hätte ich ihn mal mitgenommen. Ich hab's geahnt. Ich habe es geahnt. Aber das sagt ja nur eins. Wir müssen noch ein Video machen. Ich denke mal, das werde ich dann wahrscheinlich auch eine Nummer härter noch einstellen. Also das war jetzt normal. Ich denke mal, das werde ich dann auf hart spielen. Ach, da steht ja mein Name. Ja. Ja, ihr dürft auch gerne dort mal vorbeikommen. Den Kanal abonnieren, das wäre auf jeden Fall eine Sache mit Luck. Also gucken wir mal, kommen wir hier oben noch raus? Nein, die Tür ist zu. Ah! Ah, ja, also da kann ich nur sagen, ich habe ihn schon supportet, weil es, man muss ja wirklich sagen, er hat unendlich viel Arbeit und Mühe und Herzensblut in dieses Projekt reingesteckt. Und auch wenn ich ihm sicherlich vielleicht sogar gern noch mehr geholfen hätte als das, was ich jetzt tun konnte, so war es natürlich trotzdem, es war seine Arbeit, seine Ideen, sein Werk. Und ja, ich denke, da kann man, wenn jemand da 2,5 Jahre seine gesamte Freizeit quasi opfert, da kann man ruhig ihm mal so eine Kleinigkeit dalassen. Der Ko-fi-Link, den habe ich auch bei mir in der Videobeschreibung noch stehen. Also gebt euch einen Ruck und unterstützt ihn da so ein bisschen. Ja, ansonsten war es das jetzt erstmal für heute. Die Episode ist schon wieder viel zu lang geworden, das weiß ich auch. Das war's für heute. Wie gesagt, ihr dürft gerne abonnieren, Like da lassen, Kommentare schreiben, rauf und runter, wie ihr wollt. Würde mich freuen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.